Ja, moin Leute, hier ist wieder Seta von The Young Family. Und zwar, wir machen heute ein kleines Infovideo. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen lieben Kollegen, den Mr. Ryo Tenchi, der sich jetzt auch mal vorstellt. Ja, wie er schon gesagt hat, Ryo Tenchi mein Name. Kurz reicht ja auch Ryo. Wahrscheinlich sieht man es bei mir über dem Kopf, je nachdem wie der Chef die Einstellung hat. Und jo, wie schon gesagt, wir werden euch jetzt erstmal hier ein bisschen sagen, was mit dem Server los ist, was auf dem Server los ist. Und was noch alles geplant ist. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt auf unseren Server halt kommt, wir haben den Server auf 1.2.3 geupdatet. Wie ihr bestimmt alle wisst, gibt es noch kein Recommended-Build, also es ist halt nur ein Beta-Build. Beta-Build heißt, er ist nicht so stabil und kann sein, dass es mal zu Lags kommt oder zu Abstürzen kommt oder ähnliches. Wir haben schon einiges an Plugins halt drauf, wir haben auch so ein, zwei Minigames schon, aber das ist halt noch nicht für normale User freigegeben. Wir sind halt gerade dabei, die ganze Map halt noch zu erstellen und weiß ich was alles. Also das heißt für euch, wenn ihr auf unserem Server halt joint, wir fliegen jetzt ein bisschen mal über die Map, würde ich sagen. Also das heißt, wenn ihr auf dem Server halt joint, landet ihr halt in einem Kuboid, ne? Also beziehungsweise in einem, ja, wie sagt man, in einem, wie sagt man denn? In einem abgesperrten Bereich, das ja, sollte rein. Genau, genau. Ja, in einem Bedrock-Kasten, kann man auch so sagen, ne? Ja, da seid ihr halt drin, da ist halt ein Free-Build und da könnt ihr halt euch erstmal auslassen, solange, wie gesagt, bis wir halt die Map fertig gebaut haben. Ihr seht, wir haben hier schon einiges halt auch von unserer alten Map halt eingefügt, sag ich mal, ne? Also hier zum Beispiel wird mal eine Spleef-Arena entstehen, ne? Also beziehungsweise wir haben es heute schon mal getestet, oder? Ja. Aber leider hat das noch nicht ganz funktioniert, was wahrscheinlich auch am Bild von der Bucket Jar liegen könnte, oder je nachdem, wie sie sich jetzt nennen, was auch immer. Ja, ja, ist halt, wie gesagt, das ist halt nur ein Beta-Bild halt, ne, also eine 1.2.3 halt, ne. Kann aber auch genauso sein, dass sich das jetzt irgendwie mit einem anderen Plugin noch beißt, also das werden wir sicher auch noch hinkriegen. Ja. Ja, wie gesagt, an Plugins haben wir, wie gesagt, schon, also das Wichtigste, was wir halt brauchen, World Guard, World Edit, ist klar. Economy-Plugin haben wir drauf, wir haben halt schon Spleef drauf, wir haben Ultimate Arena zum Beispiel drauf. Na, das wird aber alles, wie gesagt, noch in unseren Bauplänen bzw. in unseren Einstellungen jetzt, was wir jetzt noch vor uns haben, halt alles noch kommen. Aber wie gesagt, ihr kennt unsere alte Map, ihr kennt unsere alten Plugins und wir sind immer gut dabei gewesen so. Ja, wo sind wir denn jetzt hier, Simon? Du kannst uns ja vielleicht was dazu wir sagen. Wir sind jetzt hier jetzt für uns auf dem Server, die haben family-mäßig Beta-Bild für die Grundstücke, was wir eigentlich soweit auch übernehmen werden. Natürlich ein bisschen größer, so 5-6 Mal mindestens. Ja. Ja, da wir letztes Mal ja schon so einen großen Ansturm hatten, da würde ich auch sagen, brauchen wir eine Menge Grundstücke. Ja, wir wollen das natürlich hauptsächlich größer gestalten und gleichzeitig übersichtlicher. Wir hatten, wie schon gesagt, wir hatten so einen Ansturm, wir konnten uns nicht mal irgendwie vorbereiten, irgendwo zusätzliche Grundstücke dran zu hängen. Wir mussten einfach dranhängen, damit es da ist. Ja, richtig. Ansonsten, ja. Ja, und wie ihr seht, fliegen wir jetzt mal ein bisschen über unsere Map. Also wir haben jetzt diesmal eine Flat Map genommen. Eine Flat Map aus dem Grund einfach, weil das einfach für ein City Build, also beziehungsweise für unseren Grundstücke Build, dann was wir dann halt auch wieder vorhaben natürlich, bis jeder ein Grundstück bekommt. Weil es halt für uns einfach ist, beziehungsweise für euch auch übersichtlich ist, die Map zu erstellen. Wenn sobald die Plugins das hergeben, dass man wieder halt eine Multi-World aufmacht, werden wir auch die... Ich denke mal, wir werden erstmal die alte Map hochladen, beziehungsweise um da auch ein paar Sachen zu sichern, ein paar Items zu sichern oder sowas. Und dann werden wir halt da halt eine komplett neue Map, also eine Random Map halt hochladen, also beziehungsweise neu laden, die dann halt als Farming Ground oder als Gott weiß ich was gelten wird, ne? Ja, jetzt sind wir hier gerade, wie gesagt, bei den Bedrock-Kasten angekommen. Wir können es euch ja mal ein bisschen zeigen. Ich werde jetzt mal hier kurz reinfliegen. Na, ihr seht, wenn ihr halt reinkommt, das halt hier... hier gibt es so einen leichten Farming Ground schon, was wir schon auf die Schnelle mal gemacht haben für euch halt. Wie gesagt, ein bisschen Holz, das ist ja halt eine Flat Map so und daher gibt das halt wenig Ressourcen oder beziehungsweise fast gar nichts an Ressourcen. Na, und hier seht, wir sind schon einige User halt ein bisschen was am Bauen gewesen und so, ein NPC-Dorf geschrottet und so ein paar Baumhäuser gebaut hier.
Ja, wie gesagt, bitte geduldet euch, ne? Wir sind, wie gesagt, dabei, wir sind Tag und Nacht dabei. Jetzt haben wir es gerade irgendwie 2:30 nachts. Und ja, der Server ist halt leer, ist klar, aber wie gesagt, wir sind mitten rund um die Uhr eigentlich immer dabei, die Map halt zu bauen. Und das bringt halt nichts, wenn ihr uns jedes Mal fragt, okay, können wir den Rang haben oder was ist denn da los oder was? Ihr könnt auch am besten mal die Website besuchen, ne, theyoungfamily.tk. Da findet ihr auch immer neue Infos, beziehungsweise was auch gerade auf dem Server los ist oder was wir gerade in Planung haben oder da könnt ihr auch gerne Probleme, Anregungen oder irgendwelche Sachen halt an uns direkt weiterleiten. Es bringt halt, wie gesagt, nichts, wenn ihr uns irgendwie minütlich nervt oder minütlich fragt, von wegen, ja, was ist mit den Rängen, können wir das denn haben oder warum können wir denn noch kein Grundstück haben oder so. Es geht einfach nicht, wir sind einfach noch nicht fertig und wenn wir fertig sind, geben wir das halt frei und wenn wir das freigeben, dann werdet ihr das bestimmt als erstes merken. So, das ist jetzt meine Meinung dazu. Ich weiß nicht, was du dazu sagst, Tenji, aber... Ja, ist eigentlich soweit zu der Thematik schon alles gesagt, aber du hast hier gerade noch zwei Stichworte geliefert, die man auch noch erwähnen sollte, und zwar Ränge und Planung. Eben, es wird auf dem neuen Server ein komplett neues Rangsystem geben, das wir leider Gottes etwas strenger halten müssen. Ja, aus Erfahrungen, also, aus der letzten Map, sage ich mal so, beziehungsweise aus Erfahrung. Auch das mit dem Kreativmodus wird auch wesentlich strenger gehalten. Also hier wird jetzt niemand mehr nur bloß, weil er bitte oder ein anständiges Häuschen zusammenzwirbeln kann, Krea-Modus kriegen. Zur Planung soll gesagt werden, eben die Stadt, wo ihr spawnt, wo alles ist, wird hier auf der Flatmap sein. Es wird eine zweite normale Survival-Map geben, wo ihr dann auch Survival spielen könnt. Aber ansonsten ja, bleibt das altbewährte soweit bestehen. Ja, im Groben und Ganzen, wir haben halt natürlich unsere Regeln natürlich beibehalten. Wir haben natürlich aus unseren Fehlern, beziehungsweise aus manchen Fehlern mancher User halt gelernt und haben dann natürlich darauf reagiert und haben, denke ich mal, jetzt den besten Weg oder die beste Lösung, sage ich mal, jetzt untereinander ausdiskutiert. Also untereinander meine ich jetzt auch nicht nur ich und Tenji, sondern halt auch diverse Admins oder Owner, die halt uns halt auch noch immer unterstützen und so. Ja, nicht nur Owner und Admins und Höhergestufte, sondern auch einige normale Spieler haben uns gesagt, ja, eben klar, für die ist das auch nicht gerade unbedingt das Gelbe vom Ei, aber es muss leider sein. Ja. Die hier nicht einbezogen wurden, muss man sagen, eben klar, es ist doof für die, die da ihr ganzes Zeug ehrlich erworben haben, aber wenn ihr euch beklagen wollt, beklagt euch bei denen, die hier Krea missbraucht haben, die hier rumgegrieft, rumgehackt und was auch immer haben. Zugegeben, wir mögen so eine Prangerpolitik eigentlich nicht, aber leider Gottes müssen wir damit anfangen. Ja, richtig. Ja, wie gesagt, wir werden auch einige Sachen halt verändern. Dazu gehört natürlich auch unsere natürlich geliebte World Edit Community, ne, die natürlich auch immer World Edit benutzen möchte. Dazu wird es sich auch einige Änderungen geben. Also wir werden World Edit beziehungsweise die Rechte für World Edit nicht mehr vergeben, beziehungsweise wir werden dann die Leute jetzt einfach schulen. Na, das heißt, bevor niemand diese ganzen Sachen, die wir denen halt beigebracht haben, alles irgendwie so mit Interesse bestanden hat, sage ich mal, ne, wird derjenige auch niemals halt World Edit benutzen dürfen, können, sollen und so. Also nicht in unserem Auftrag, geschweige denn in seinem eigenen Interesse. Ne? Also es geht einfach nur darum, bis wir halt die Map halt schonen, bis wir halt es vermeiden, bis irgendwelche Fails dadurch entstehen, beziehungsweise dass irgendwelche User oder so dadurch irgendwelchen Schaden oder beziehungsweise irgendwelche Häuser irgendwelchen Schaden erleiden oder ähnliches halt. Ne? Ja, also jetzt zum Beispiel hier, was einer der beliebten Klassiker ist, Moment, ich zeig das mal. Ich markiere jetzt hier kurz einen Bereich. Wer das Video kennt, weiß, wie das geht. Wer es nicht kennt, kann sich das angucken. Dass man jetzt hier zum Beispiel einfach sollte es schon richtig eingeben. Admin-Fail gibt's auch. Dass man jetzt zum Beispiel hier eigentlich nur einen Steinblock